Zum ersten Genozid des 20. Jahrhunderts kam es in der Türkei im Jahre 1915. Die Regierung nahm zunächst 600 armenische Familien aus Konstantinopel fest und erschoss sie und entwaffnete und erschoss Soldaten armenischer Herkunft, die in der türkischen Armee dienten. Und alle Armenier mussten dem Aufruf folgen, innerhalb von 24 oder 38 Stunden Städte und Dörfer zu räumen. Die türkische Armee bezog Posten an den Stadttoren. Und wenn die Leute kamen, erschoss man alle Männer. Und die Frauen und Kinder mussten in die Verbannung, in ein verlassenes Gebiet in Mesopotamien. Diese Frauen und Kinder mussten 300 bis 500 Kilometer zu Fuß und ohne Nahrung hinter sich bringen. Und die meisten von ihnen starben. Und Franzosen und Engländer und Russen überreichten Protestnoten, in denen sie zum ersten Mal im Verlauf der Geschichte von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprachen. Und ein deutscher Offizier, der zu dieser Zeit in der türkischen Armee als Lehrer diente, brachte 66 Fotografien vom armenischen Genozid nach Deutschland mit. Er sandte sie dem deutschen Kaiser und schrieb ihm, dass sich Deutschland seine Verbündeten besser aussuchen solle, da diese Schande nun auch auf Deutschland abfärbe. In den Jahren 1928 bis 1949 deportierten die Russen 6 Millionen Bürger verdächtiger Nationalität, Armenier und Tataren und Litauer und Esten, Ukrainer, Polen und Deutsche, Moldawier, Griechen, Koreaner, Kalmücken, Kurden, Inguschen und so weiter. 30% von ihnen starben auf dem Weg und 20% im darauffolgenden Jahr. Die Kommunisten sprachen später davon, dass es sich um keine Deportation gehandelt habe, sondern um eine Optimierung des geografischen Raums und um einen ersten Schritt in eine neue übernationale Gesellschaft, in der es nicht mehr von Bedeutung sei, wo jemand lebe, sondern wie sehr er für das Wohl aller arbeite. Im Jahr 1934 erdachten sie ein Reservat für Juden und forderten alle sowjetischen Juden auf, dorthin umzuziehen. Das Reservat lag an der Grenze zu China, in einer Region namens Chabarowsk. Im Winter sank dort die Temperatur auf minus 40 Grad. Die Kommunisten sagten, dies sei kein Reservat, sondern ein autonomes Gebiet, wo die Juden unter sich sein könnten und ihre eigene Verwaltung hätten. Im Jahr 1944 deportierten sie 477.000 Tschetschenen in 12.525 Viehwaggons nach Kasachstan und Kirgisistan. 190.000 Tschetschenen verhungerten und erfroren. Im Jahr 1999 dachten sie sich für verdächtige Tschetschenen eigene Lager aus, die man vorübergehende Aussiedlungslager nannte. Im Jahr 1988 beschuldigten sie Journalisten und Ärzte und Ingenieure jüdischer Abstammung, kosmopolitischen, zionistischen und bourgeoisen Gedankenguts. Und die meisten von ihnen ließen sie ermorden und andere schickten sie in Konzentrationslager. Die Opferzahl im armenischen Genozid schätzte man auf 1 bis 1,5 Millionen.